Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Legacy of Kain Defiance für die PlayStation 2. Und wir sind hier reingelaufen, völlig ohne Grund, nur einfach um diese Statue umzuboxen. Und das dahinterliegende Relikt zu holen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weil der Gang dahinter ist zugeschüttet. Allerdings, korrigiert mich. Macht ihr ja eh. Das finde ich auch immer gut. Aber wir haben doch die Fähigkeit mit der die erweiterte Tiefkühlfähigkeit, die haben wir jetzt erst erhalten. Das heißt, man kann doch effektiv nur da rein, um nochmal die Statue zu stürzen, oder? So als kleinen Gag nochmal nebenher. Andererseits bin ich mir auch gerade nicht sicher, wo ich denn sonst lang muss. Hier oben kann ich jetzt nicht mehr hin, hier sind ja keine Trümmerteile mehr, die es mir ermöglichen. Ich bin ein wenig verwirrt. Hier sind auch keine Trümmerteile mehr, die mir ermöglichen, da hochzukommen. Was noch funktionieren könnte, wäre vielleicht dann oben drüber. Weil irgendwie hier runter müsste ich doch theoretisch, weil hier Gegner waren. Der große Indikator der Videospielgeheimnisse ist grundsätzlich immer... Ah, oder man macht sich einfach einen Weg. Ist ja grundsätzlich immer, dass da Gegner sind. Ah, guck mal. Haben wir das zufällig hier irgendwo nochmal? Nee. Dann nehmen wir doch mal ein bisschen Lüftchen. Und fliegen wieder hoch. Ja, nun gut, aber darüber... Die hat sich ja jetzt ein bisschen gebogen. Wahrscheinlich geht's nur dann. Also man muss einmal runter, damit man sich da, damit das änderbar ist und dann ist gut. Und dann kann man hier so ein bisschen Schabernack treiben. Okay, das Ding fungiert jetzt als Treppe nach da oben und dann da oben muss ich mich wieder in die Spektralwelt zurückverwandeln, weil sonst komme ich da nicht durch, richtig? Richtig, sehr schön. Wollen wir nochmal durchstapfen. Natürlich, wie könnte es anders sein? Wird dieser Gang dann jetzt abgesperrt und mit irgendwelchen lustigen Seelenfressern versehen? Als ob ihr jetzt noch nicht mal irgendwie mir Seelen zurückgebt. Ach komm, ey. Dass man Seelen bluten kann, ist mir übrigens auch neu. Ey, auf jetzt. Ich war gar nicht so gemein zu dir. Ich habe dir ab und zu mal ein bisschen was gegen das Mäulchen geschlagen, aber ansonsten ist doch alles cool zwischen uns. Kann ich mich hier irgendwo zurückverwandeln, ist die Frage. Hier sind irgendwo Seelen am Start. Oder halt so ein... Ne, okay, es waren Seelen. Weil der Rücksetzpunkt macht, glaube ich, keine Geräusche. Das habe ich irgendwann mal gedacht, immer so, hey, ich kann mich ja immer in die Richtung von dem Geräusch bewegen, aber das sind, glaube ich, einfach Seelen, die durchlabbeln hier. Ich glaube, der Punkt an sich, der macht kein Geräusch. Das ist die Frage, warte mal, jetzt bin ich hier runtergejumpt, aber ja doch. Ich glaube, das war entsprechend richtig. Wäre trotzdem unfassbar nett. Ja, genau deswegen nämlich. Ich kann mir dann zwar jetzt auf der anderen Seite irgendwelche Seelen absnacken, aber kann ich durch die Tür. Weil als Geist nenne ich es jetzt mal ganz frech. Ah, kann ich es nicht öffnen. Da ist einer versteckt. Das ist das große Rätsel dieses Abschnitts wahrscheinlich, dass man erstmal gucken muss, hey, wo kann ich hier überhaupt raus aus dem Ganzen? So, zack. Jetzt können wir auch die Tür öffnen. Man wird hier aber auch nochmal gut durchgelenkt, dadurch, dass die überall ein paar Sachen sprengen. Das muss man denen auf jeden Fall lassen. Ist die große Frage. Geht's da durch dann wieder zurück in den Raum? Ne, ist einfach nur eine Tür, ne? Ich glaube, die öffnet sich einmalig für mich und dann hat sich die Geschichte. Hier ist gesprengt, das ist auch nett. Frage zur Güte, kann ich da nicht besser schwimmen?
Ad Reaver macht sie unter Wasser schwerer. Oh! Das ist ein nettes Feature von dem Kollegen. Das ist sehr, sehr nett tatsächlich. Warte mal, hier könnte ich mich jetzt durchbewegen, nur für so ein Kackbuch, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Schöne Zeitlupe hier nochmal so ein Loch in die Wand boxen. Ich bin immer noch unter Wasser, ne? Ja. Ah, lol, okay, wir sind jetzt hier unten bei den, ne? Genau. Jetzt hier kann ich jetzt wieder hochspringen. Das war die Geschichte mit den drei Zapfen. Hier habe ich meinen, was habe ich hier gefunden? Habe ich hier den Ad Reaver gefunden? Nee. Irgendwas habe ich hier gemacht. Ich kann mich nur natürlich wieder nicht dran erinnern. Aber wir waren schon mal hier. Das ist mit den Kanälen und hast du nicht gesehen. Das war sehr nett. Aber sind wir auf der anderen Seite, oder? Oder sind wir davor? Ne, wir müssen ja davor sein. Ich glaube, das, was ich da geöffnet habe, war ja die Grabkammer. Es ist alles so verwirrend. Laufwege. Dinge. 20 Bildschirme mit 50.000 Daten. Habt Nachsicht. Ach, hier hat sie es geöffnet. Ja, okay. Dann gehen wir da jetzt nicht mehr hin, sondern gehen hier straight runter. Die Kollegen mit der Leuchtefresse können gerne da sein, aber interessieren mich jetzt gerade, solange sie den Weg versperren, erstmal noch, also noch nicht versperren, erstmal noch gar nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier unten wieder zurück und stehen schon vor einer verschlossenen Tür. War das vorher auch schon? Moment mal. Ja. Ah, danke. Ich muss auch was drücken, okay. Ich habe kurzzeitig gedacht, ich habe wieder irgendwas zugebuggt und darf wieder irgendwie das halbe Spiel durchspielen, aber es ist glücklicherweise nicht passiert. Hoppala. Nicht weiterlaufen. Herz einsetzen. Ich bezahlte einen hohen Preis für diese Reliquie. Da wurde es kurz schwarz, sorry. Ich gab mein Blut für die Antworten, die ich von diesem Leichnam begehrte. Es war der Preis für meine Freiheit, für die Cain mit seinem Leben bezahlt hatte. Liebevoll wie eh und je. Ich war so weit gereist, hatte so vieles aufgegeben. Konnte dies das Ende sein? Ich erinnere mich. Raziel, der Erbe der Prophezeiung, du kamst wegen des Reavers. Kurz bevor die Sarafan mich fanden. Du wurdest hier vor 5 Jahrhunderten bestattet. Deine Mörder sind lange tot. 500 Jahre? Und Vorador? Auch tot. Deine Blutlinie wurde ausgelöscht. Das Zeitalter der Vampire neigt sich dem Ende zu. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Und ich komme nicht aus Nächstenliebe. Ich habe Fragen, die nur du beantworten kannst. Raziel, in dieser Welt gibt es Mächte, die dich täuschen und deine Bestimmung beugen werden. Aber glaube fest daran, deine Ankunft kündet von der Erlösung der Vampire. Aber warum sollten die Vampire eine Waffe schmieden, die ihren Erlöser verzehrt und gefangen hält? Nein, das kann nicht sein. Solange die Klinge existiert, nähere ich mich unaufhaltsam meinem Untergang. Du warst es, der mir dieses Los einst aufbürdete. Du allein kannst mich befreien. Raziel, man hat dich getäuscht. Du bist dazu bestimmt, den Reaver zu führen. Ah. Das tue ich. Allerdings etwas anders, als du denkst. Erlöser und Zerstörer. Ist das möglich? Habe ich die Zeichen falsch gedeutet?
Offenbar ist dein Schicksal verschlungener, als ich dachte. Du musst mir vertrauen, Raziel. Wir haben sehr wenig Zeit. Ich bringe dich nun zu dem Ort, an dem deine Fragen beantwortet werden. Und weggeploppt. Ich muss gleich kurz mal ein klitzekleines Päuschen machen, um nochmal den Sound einzustellen, weil ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen leiser geworden. Und ich musste gerade, als ich so ein bisschen lachen musste, kennt ihr dieses Meme mit dem, mit hier mit Gerhard Schröder? Ja. Oder auch nicht. Zitadelle der Vampire. Sie wurde vor langer Zeit entweiht und verlassen. Diese Festung hat all die Jahre des Krieges gegen unsere Erzfeinde überdauert. Die Hilden? Ja. In dieser Kammer wurden wir Zeugen der Beschwörung der Säulen und der Verbannung unserer Feinde. Das ist ein düsteres Omen. Die Bindung ist in Gefahr. Die Stunde der Prophezeiung naht. Es ist zu spät. Die Säulen sind schon verdammt. Solange auch nur einer von uns lebt, gibt es Hoffnung. Die Säulen dürfen nicht in der Obhut der Menschen bleiben. Sie sind der Aufgabe nicht gewachsen. Warum habt ihr den Menschen die Säulen dann überlassen? Raziel, wir haben keine Zeit. Ich will antworten. Meinetwegen kann die Welt auf der Stelle untergehen. Nun gut. Die Hilden haben uns verflucht und uns einen unheilvollen Durst nach Blut auferlegt. Doch die eigentliche Rache unserer Feinde war die Unsterblichkeit. Sie haben euch vom Rat des Schicksals befreit. Sie haben unsere Seelen in diesem Fleisch gefangen und uns aus dem reinigenden Kreislauf des Todes und der Wiedergeburt ausgeschlossen. Und doch habt ihr den Fluch weitergegeben. Das war ein notwendiges Übel. Gottes Gnade gilt nicht den Unsterblichen. Er hat sich von uns abgewandt und ist verstummt. Viele haben sich selbst gerichtet, da sie die Abkehr unseres Gottes nicht ertrugen. Und was ist mit dir? Fluch oder Segen? Dies ist der Preis, den wir zahlen, um die Hilden aus unserem Land zu verbannen. Die Bindung zu erhalten, musste unsere Blutlinie fortbestehen. Und so übertrugen wir die dunkle Gabe an die menschlichen Erben unserer gefallenen Hüter. Doch eines Tages rebellierten sie. Sie verweigerten sich dem Fluch und rissen die Säulen an sich. Und damit kommen wir zu unserem Problem. Solange die Menschen die Säulen beherrschen, wird die Bindung schwächer. Die Hilden stehen schon an den Grenzen ihres Gefängnisses und versuchen, wieder einen Fuß in diese Welt zu setzen. Und was heißt das alles für mich? Wir stehen an der Schwelle eines neuen Zeitalters, Raziel. Und du bist die erste Achse, um die sich unser Schicksal dreht. Natürlich. Unter diesem Raum liegt unser Allerheiligstes. Die äußere Kammer wurde geöffnet. Offenbar wurden die Ereignisse bereits in Gang gesetzt. Dies ist der Schlüssel für alle Mysterien, die du suchst. Ich kann dich nicht begleiten. Diese Prüfung musst du alleine bestehen. Bleibst du stark, bekommst du deine Antworten. Und wenn ich versage? Dann kehrst du nicht zurück. Natürlich. Oder ist wahrscheinlich einfach nur so ein Kreis. Goldener Ouroboros. Was ich sagen wollte, kennt ihr dieses, es ist noch nicht mal ein Meme, es ist ein Kurzvideo mit Gerhard Schröder, wo er an diesem seinem alten Haus irgendwie da mit der Farm oder was das da ist und dann, und der, auch tot. Und der, ja, auch tot. Das ist herrlich. Hat sehr, sehr gutes Comedic Timing, auch wenn das Thema ein bisschen düst ist. Mein Gott, jetzt geht's aber los. Kurzer Cut wegen Sound. So, das ist auch mehr so ein Gefühl, aber naja. So, die äußere Kammer, wir haben den goldenen Obus, ist jetzt nur die Frage, warte mal, wo genau packe ich den hin? Aber wir sind auf jeden Fall immer noch Raziel, wir haben uns jetzt nicht irgendwie plötzlich gewandelt. Okay, hier kann ich rüberjumpen. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt noch so erleben werden oder ob wir auf genau glatt 30 Folgen kommen oder vielleicht sogar nochmal. Ach du Scheiße. Ja, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie hieß nochmal der, das ist Abomination, ne? Das ist der rote Hulk, beziehungsweise der böse Hulk. Obwohl Hulk jetzt auch nicht unbedingt der guteste ist. Puh. Erinnere mich so ein bisschen an den Kollegen, vor allem auch wegen den, Stacheln.
Und ich weiß nicht, inwiefern unter euch vielleicht das wunderbare, großartige, sehr, sehr gute Brettspiel Zombicide verbreitet ist. Aber an die Abomination erinnert er mich auch ein bisschen. Wollte ich nur mal kurz dazu gesagt haben, ich mag das Gegnerdesign sehr, weil es erinnert mich an viele tolle Dinge. So, und jetzt pieksen wir hier nochmal so ein paar Leute um. Spratz, Spratz, Spratz. Eis, Eis, Eis. Aber wieder bei Erde. Natürlich. Ja, hätte ich mich auch im Vorfeld wahrscheinlich auch schon mal dann hier umändern können auf die andere Welt. Dann wäre das Ganze hier wahrscheinlich noch ein bisschen angenehmer geworden. Schwupp. Die Seele, die da hinten ist, die nehme ich noch mit, oder? Kann ich die noch mitnehmen? Natürlich nicht. Da gehe ich jetzt aber nicht extra nochmal durch für. Oh. Guten Tag. Ich habe gehört, Sie haben sich im Spiel geirrt, junger Mann. Er sieht original aus, als würde er zu Doom gehören, ganz ehrlich. Obwohl, Doom 3. Demnächst übrigens 20. Geburtstag tatsächlich. Und ich überlege, irgendwas mit dem Spielejahr 2024. Mit dem Spielejahr 2024, ja, da habe ich auch so einiges vor. Aber, 2004, mein Gott. Habe ich, glaube ich, auch schon in dem Weihnachtsspecial ein bisschen was zugesagt. Zum einen auch die Spiele gekürt, die mir in dem Jahr am wichtigsten waren. Huch. Nee, gar nicht. Warte mal, 2003 habe ich gekürt. 2004 kam erst noch. Und da habe ich schon mal so ein bisschen angeteased. Irgendwas möchte ich mit dem Spielejahr machen. Ich weiß nur noch nicht genau, was zu jedem Spiel, was irgendwie rauskommt, eine großartige Serie oder sowas machen. Das ist Quark. Das, wir haben es ja schon ab und zu mal angesprochen, das großartige, ja komm, wir machen so ein bisschen was Live-Thema, steht ja noch im Raum, vielleicht da nochmal was. Aber ich möchte die Spiele natürlich, und ich kann auch nicht zu jedem jetzt irgendwie so ein 5-Stunden-Special aufnehmen, das wird nichts. Aber mal gucken, weil 2004 war schon heftig. So, bitte einmal wieder zurückändern hier. Knack, knack, knack. Schöne neue Körper. Und vom Regen in die Traufe, weißt du, wirst du wiederbelebt, kommst direkt erstmal wieder hier durch den Fleischwolf. Und kannst dich noch nicht mal großartig bewegen. So, die Ägypter sind auch wieder auferstanden. Original Wüstentempel-Style hier. Aber pieksen. Und mittlerweile hören wir natürlich auch weiterhin unsere Stimmen. Warum habe ich eigentlich den Viewer schon wieder? Fällt mir jetzt gerade mal auf. Öfter mal ein bisschen pieken. Schöne Nahaufnahme. Passiert auch nicht so häufig tatsächlich. Die Seele raus aus dem Pharao und dann hat sich's. Ich möchte es nicht nochmal erwähnen, ne? Aber ihr könnt euch denken, worauf ich hier in diesem Moment jetzt gerade hinaus will. Na, guck mal, wir sind schon wieder so weit. Jetzt macht's auch ein bisschen Sinn, die Leute hier mal so ein bisschen durch die Gegend zu boxen. Und ich glaube, wir werden noch so ein, zwei Folgen vielleicht sogar noch kriegen. Das hätte ich jetzt ernsthaft nicht gedacht. Ich werde natürlich auch durch ein paar Kämpfe und sowas ein bisschen in die Länge gezogen, ehrlicherweise. Aber da ist auf jeden Fall noch genügend Lore vorhanden für noch so einige Folgen. Obwohl ich vor, ich glaube, zwei Folgen schon gesagt habe, hey, hey, wir sind fast am Ende angelangt. So, dann gib mir nochmal hier dein Lebenselixier bzw. dein Seelenelixier. Ja, so viel dazu. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Und
nehme jetzt einfach mal an, dass ich hier den goldenen Obolobolobolus hier einsetzen kann. Und gehe recht in dieser Annahme. Guck mal. Mache ich jetzt einen Cliffhanger? Es gibt jetzt drei Szenarien. Entweder wir machen jetzt, also noch nicht mal wirklich einen Cliffhanger. Ich meine, gut, es ist halt, ne, gehe ich jetzt durch diese Tür oder tue ich es nicht? Und hast du nicht gesehen, das ist klar, ne? Cliffhanger richtig schon so ein bisschen. Also entweder ist auf der anderen Seite jetzt einfach nur noch ein Arena-Kampf, ein Bossfight, der dazu führt, dass das hier maßlose Überlänge annimmt und dann auch noch mit Abspann vielleicht unter Umständen, und hast du nicht gesehen, irgendwie wieder eine ewig lange Folge wird. Oder dahinter ist schlichtweg rein gar nichts. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt hier irgendwann mal... Könnte nämlich noch ein bisschen dauern, hier die beiden Gengars mal auseinandergenommen habe. Dann, denke ich mal, werden wir heute zum Ende kommen. Ja. Und dann beim nächsten Mal erstmal diese Tür öffnen. Denn ich glaube, weiß ich nicht, so einen goldenen Obolobolus da einsetzen und dann direkt schon einen Bossfight nur mit so einem kleinen Schleusengang hier. Weiß ich nicht, ob das sowas ist. Na? Und selbst wenn es am Ende nur ein Bossfight und ein bisschen Abspann ist, dann kriegen wir es noch mit Gequatsche auf jeden Fall gestreckt. Das heißt, wir werden jetzt hier ein bisschen Päuschen machen. Ihnen lieben Dank fürs Zusehen an der Stelle wünschen. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne das übliche Zeug da lassen. Das habe ich noch vergessen. Also bis dahin, haut da rein und bis morgen. Tschüssi.